So, dann haben wir noch die Außenseiter-Picks und die können wir eigentlich mal kurz und knapp abfrühstücken. Ja. Ich denke, da gibt es nicht so viel zu erzählen, aber schauen wir mal. Was ist dein erster? Ja, ich mache einfach mal gleich weiter und zwar als Außenseiter-Pick habe ich Davide Schimola hier, das passt ja ganz gut. Und zwar habe ich den als Außenseiter-Pick genommen, weil er, glaube ich, in den Augen von vielen gar nicht jetzt so der Top-Sprinter ist, aber für mich durchaus Potenzial hat, was er gerade beim Giro dieses Jahr gezeigt hat. Da war er zweimal Zweiter im Sprint, einmal Dritter, einmal Vierter. Also immer gut mit dabei ist, hat noch nicht gereicht zu einem Etappensieg. Aber ja, in meinen Augen ist das durchaus jemand, der ja da auch sogar eine Etappe gewinnen kann. Natürlich jetzt nicht auf einem Niveau von Juwen Merlier und so weiter, aber ja, beispielsweise auch bei einem Giro-Sprint, Etappe 7, hat Caleb Ewan gewonnen vor Cimolai, Merlier, Moscati und so weiter. Also an einem guten Tag kann der da auch Etappen gewinnen. Und ja, Israel Startup Nation habe ich ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, ist jetzt nicht so mein Lieblingsteam. Die haben, glaube ich, nicht so, die setzen die Fahrer nicht so gut ein, wie es sein könnte und haben allgemein einfach nicht so den guten Kader. Aber es soll halt um Cimolai eher gehen und ich glaube, der hat bei Cofidis mehr Chancen, auch auf eigenes Ergebnis zu fahren. Und ich hoffe, Kukar dann jetzt quasi mal ausgeklammert, oder in meinen Augen ist Kukar einfach schlechter, muss ich so sagen, dass Cimolai halt die Einsatzchancen von Viviani bekommt. Und in meinen Augen traue ich es Cimolai halt eher zu, vielleicht sogar eine Giro-Etappe zu gewinnen, was Viviani halt nicht geschafft hat. Demnach wäre das für mich so ein interessanter Außenseiter-Pick. In der Tat, ja, also ich gebe dir absolut recht. Davide Cimolai ist so ein Fahrertyp, wo man, glaube ich, immer so im Hinterkopf hat, dass der halt ein Regal unter den ganz großen Namen ist und deshalb gerne mal einfach nicht so präsent dabei ist, wenn man über Topfahrer nachdenkt. Aber absolut, ich gebe dir auch absolut recht, was das Thema Kukar angeht. Der ist von den Ergebnissen deutlich stärker. Also diese World Tour-Ergebnisse, die wünscht sich ein Kukar wahrscheinlich. Und also diese Grand Tour-Ergebnisse meine ich. Das ist schon mega stark. Und du hast es auch angesprochen, die eine Etappe, Nummer 3 beim Giro, wo er Zweiter geworden ist, muss man auch dazu sagen, da ist Taco van der Horn als Solist angekommen. Das heißt, da hat er den Sprint Ja, vom Feld stimmt. gewonnen. Das heißt, ohne van der Horn wäre es vielleicht ein Etappensieg geworden. Also ich gebe dir absolut recht, das ist ein sehr interessanter Mann. Und ich glaube, damit ist die Rangordnung bei Cofidis. Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann ist, habe ich Cimolai gerade wirklich Unrecht getan. Das ist eigentlich momentan keiner, der in derselben Güteklasse wie Kukar ist, sondern schon Ja. mal mindestens eine Nase vorne. Würde ich auch sagen. Und abschließend noch, der viel weniger Geld kosten wird als Viviani verdient hat bei denen. Ich Das glaube, ist da sind wir uns unerforscht. auch sicher. Also von daher können die da gar nicht so viel mit falsch machen, Cofidis. Mich würde mal interessieren, ich könnte mir vorstellen, dass die für Kukar und Cimolai weniger zahlen als für Viviani, Ja, ehrlich gesagt. das denke ich auch, ja. Okay, dann komme ich zu meinem ersten Außenseiter-Pick und das ist Ivan Ramiro Sosa. Der ist immer noch erst 24 Jahre alt, wechselt vom Team Ineos zu Movistar und hat ja schon im sehr, sehr jungen Alter für Androni Teocattoli für Furore gesorgt, da das eine oder andere Rennen gewonnen, sehr, sehr starke Leistung gezeigt und wurde dann folgerichtig natürlich von Ineos absorbiert. Da konnte er jetzt aber mit dem Riesentalentstatus nicht so wirklich auftrumpfen, war da eher so in der zweiten Reihe, eher als Helfer unterwegs. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Movistar ist ja jetzt auch gerade wieder eine Stelle frei geworden, dadurch, dass sie ja doch einiges an starken Klassementfahrern verloren haben. Ne? Quintana, Landa, Soler, jetzt auch Lopez. Kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht da die freie Stelle nutzen kann, um selbst mal auf eigene Kosten zu fahren. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob er vielleicht mal bei einer Grand Tour eine Top-Platzierung holen kann. Ja, also ich finde den Transfer auch interessant. Denkst du denn, hältst du es denn tatsächlich schon in 2022 für möglich, dass er bei einer Grand Tour schon so weit ist, dass er da auf eigene Etappe, eigene Kappe so in die Top 10 oder so fahren kann im DC? Sehr gute Frage. Eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich.
Nee. Deswegen, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich gebe dir aber recht, ich glaube perspektivisch auch, er hat einfach bei Ineos keine Chance, muss man so sagen. Ich glaube, so wie das jetzt gelaufen ist, ist das das einzig Richtige, dass er geht. Und bei Movistar ist er, glaube ich, schon ganz gut aufgehoben. Ich hoffe mal, er kriegt da halt bei Grand Tours eine Chance, sich jetzt zu entwickeln. Er ist halt bei Ineos jetzt 2019 Giro, 2020 Vuelta gefahren. Ja, aber dass er dann einfach auch mal ein bisschen von alleine gelassen wird, was halt bei Ineos echt immer so unmöglich ist, sag ich mal, ne? Vor allem für einen Sosa, ich meine, so das Standing hatte er jetzt noch nicht. Dass er halt bei Movistar auch einfach mal, vielleicht gewinnt er auch erstmal eine Etappe in den Bergen und dann so in 2, 3 Jahren mal weiterschauen. Aber halte ich auf jeden Fall auch für beide Parteien als sinnvollen Transfer. Ja, also wie gesagt, Top-Platzierung denke ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht bei einer Vuelta mal unter die Top 10 auch im nächsten Jahr schon fahren kann. Das halte ich für realistisch. Ähm, gut, dann mache ich mal weiter und zwar mein nächster Pick wäre Ott Christian Eiking. Ott Christian Eiking hat ja dieses Jahr auf sich aufmerksam gemacht, weil er bei der Vuelta war es, genau, bei der Vuelta länger im Leader-Trikot gefahren ist. Und ja, ich glaube, das war erstmal so sein richtiger Durchbruch in dem Sinne. Am Ende ist er dann halt auch im GC noch auf dem 11. Platz gelandet. Ja, für mich einfach eine starke Vorstellung. Es ist jetzt kein, nichts gegen Eiking, aber für mich jetzt kein Weltklasse-Fahrer. Man muss das auch ein bisschen in Relation setzen. Aber ich finde seinen Wechsel von Intermarché zu EF jetzt positiv für beide, denn ich glaube, für Eiking könnte das der nächste Schritt sein in seiner Entwicklung. Und EF kann so einen Fahrer gebrauchen, der, ja, ich sag mal, sicherlich zum einen auch günstig ist, noch 26, da ist noch Potenzial vorhanden, hat jetzt dieses Jahr auf sich aufmerksam gemacht, konnte da über sich hinauswachsen und lange gut mitfahren. Sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass er das Leader-Trikot anhatte, aber ich glaube, das kann eher einer sein, der so als Ausreißer vielleicht mal auf dem Bergtrikot geht oder auf Etappensiege und bei hügeligen Klassikern durchaus so an der Top 10 kratzen kann. Ich meine, der war zum Beispiel bei beim San Sebastian-Klassiker Siebter. Also ein sehr gutes, für mich sogar das beste Ergebnis der Saison zusammen mit dem 11. Platz bei der Vuelta. Und ich glaube, so in die Richtung kann das eigentlich in den nächsten 1, 2 Jahren bei EF dann auch weitergehen. Ja, gebe ich dir recht. Ich bin mal gespannt, ob man also was man bei EF von ihm sehen wird, weil ich finde, EF ist immer so eine bunt gemischte Truppe, die nur so strotzt von solchen Fahrern wie Ott Christian Eiking. Also die haben Ja. immer viele Fahrer dabei, die mal für einen Sieg gut sein können, aber jetzt keine absoluten Spezialisten auf ihrem Gebiet sind, sag ich mal. Und von daher bin ich mal gespannt, was man von ihm sehen wird. Aber es ist ein Transfer, der für ihn auf jeden Fall Sinn macht. Ja. Wer ist dein Sehr schön. nächster Transfer? Tja, mein nächster Transfer ist Mikel Nieve, der von Bike Exchange zur Mannschaft Caja Rural wechseln wird, also in die zweite Liga. Vom Papier her definitiv ein Abstieg, ist jetzt mittlerweile auch schon 37 Jahre alt. Seine besten Resultate liegen schon eine ordentliche Zeit zurück, kann man glaube ich sagen. Also da ist schon ein paar Jahre lang nicht mehr viel gekommen von ihm. Aber ich denke, er ist nach wie vor ein solider Fahrer. Und jetzt, wo ich sage, ist er eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Also 2020 noch 13. bei der Vuelta, das ist schon mal gar nicht mal so übel. 9. bei der Polen-Rundfahrt ist okay. Mal schauen, für die Mannschaft Caja Rural ist das mit Sicherheit ein toller Transfer. Ist ein guter Fahrer, der auch wieder diese Leitwolf-Funktion, wie wir es schon bei Dege hatten, übernehmen kann für die jungen spanischen und kolumbianischen Fahrer im Team. Und ja, mal schauen. Also ich finde, Caja Rural ist immer mal eine Mannschaft, die gerne so einen Altstar nochmal mit drin hat. Sei es jetzt ein David Arroyo, auch mal kurze Zeit ein Luis Leon Sanchez und so weiter. Und da reiht sich Mikel Nieve ganz gut ein. Und ich denke, er kann dort zumindest auch mal wieder als Kapitän fahren. Das wird für ihn sehr ungewohnt sein, ist lange her. Und ich bin mal gespannt. Ich erwarte ihn, kampfeslustig bei der Vuelta zu sehen. Mal schauen, was er da zeigen kann. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Ich habe, das will ich an der Stelle nochmal sagen, dir schon letztens scherzhaft geschrieben. Das gebe ich jetzt aber mal als Prediction raus.
Über Bike Exchange haben wir ja eben schon mal geredet. Außer Simon Yates ist da meiner Meinung nach nicht viel zu holen. Und wenn Simon Yates nicht die Spanien-Rundfahrt fährt, bin ich mir sicher, dass Mikel Nieve im Gesamtklassement besser platziert ist als jeder Fahrer von Bike Exchange. Das kann sehr gut sein. Ich sage jetzt nicht, dass er deswegen Fünfter wird. Kann auch nur 18. Ja oder was auch immer sein, aber so Top 20 glaube ich schon. Und ja, alles andere, was du gesagt hast, sehe ich genauso. Ob das jetzt nochmal für einen World Tour Sieg reicht, irgendwie mal vielleicht eine Etappe, weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, das hat eigentlich auch nur Vorteile, denn ja, bei Bike Exchange, ich meine, was wäre da noch großartig für ihn machbar gewesen? Ne? Nur als ein Helfer, ja, aber halt auch nicht besonders gewinnbringend, glaube ich, weil viel ist halt auch nicht mehr los. Ne? Also, das ist, glaube ich, schon ein guter Transfer für ihn auch. Ja, nicht zu vergessen, er hat 2016 die Bergrettung beim Giro gewonnen und das hat mir damals das Herz zerrissen, weil es sehr lange für einen kämpferischen Damiano Cunego sehr gut aussah, dass er nochmal die Bergrettung gewinnt. Hat leider nicht geklappt. Ja. Da ist ihm Ineos natürlich im Sky-Trikot zuvor gekommen. Egal. Woran du dich noch erinnern kannst. Ja, das traumatisches Erlebnis für dich gewesen. Offenbar. Okay. Ja, dann mache ich mal weiter. Und zwar wäre für mich jetzt der nächste Pick Markus Höhgard vom Team Uno X zu Trek. Ja, Höhgard, 27 Jahre, nicht mehr der allerjüngste, aber noch im besten Radfahreralter, 2-Jahres-Vertrag bei Trek bekommen. Und ja, so einer der besten Fahrer in meinen Augen bei Uno X in der zweiten Liga, sag ich mal, gewesen. Und aus meiner Sicht für beide ein richtig guter Transfer, denn Höhgard ist sehr vielseitig einsetzbar und passt gut zu Trek, weil er einfach so ein, ja, punchiger Typ ist. Der ist nichts fürs Hochgebirge und auch nichts für die Gesamtwertung, aber durchaus einer, der bei den Ardennen-Klassikern in die Top 10 fahren kann, wenn es gut läuft, aber auch bei Kopfsteinpflasterrennen, also gerade in diesem Jahr bei E3 sogar Achter geworden, also sehr, sehr starke Leistung und das halt bei einem Pro-Conti-Team und ja, in meinen Augen ist da halt echt Potenzial vorhanden, sofern die das bei Trek wertschätzen und dem halt auch eine Chance geben, sehe ich das als nächsten guten Schritt in seiner Entwicklung an und da bin ich echt gespannt, was der nächstes Jahr dann auf World Tour Niveau zeigen kann. Muss er natürlich noch ein bisschen bestätigen, dass er jetzt auch auf so einem Niveau gut fahren kann. Ist auch zum Beispiel noch nie eine Grand Tour gefahren. Da fände ich es auch mal interessant, wenn er vielleicht mal bei so einer Vuelta oder so. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Immer so ein welliges Terrain, da den auch mal in Ausreißergruppen zu sehen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu sehen und kann mir auch vorstellen, dass da das ein oder andere gute Ergebnis drin sein könnte. Ja, also Markus Höhgard, lustigerweise ein Fahrer, den ich in der letzten Zeit sehr oft gesehen habe im Pro Cycling Manager beim Rebellische Rabauken Weltcup in der zweiten Liga. Sehr auffällig, unauffällig gewesen, immer so um Platz 10 rum bei jedem Rennen angekommen. Bin ich auch sehr gespannt, was der in der World Tour zeigen kann, ob man ihn überhaupt großartig sehen wird, aber mal schauen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Transfer. Ebenfalls ein interessanter Transfer, dann mache ich mal bündig weiter, ist Simon Peillot. Der Schweizer wechselt von Androni Giocattoli ebenfalls zu Trek. Also Trek hat sich offenbar mal so ein bisschen im Zweitliga-Regal bedient in dieser Saison, was die Transfers angeht. Und Simon Peillot ist mittlerweile schon 29 Jahre alt. Das hat mich ein bisschen schockiert, als ich das gelesen habe. Ich dachte eigentlich, das wäre noch irgendwie ein Talent oder so. Aber geht so. Ist schon mal World Tour gefahren bei der Mannschaft IAM. Das ist schon ein bisschen her. Der ein oder andere wird sich noch erinnern an dieses Team. Und ist jetzt letzte Saison bei Androni Giocattoli wieder ein bisschen auffälliger gewesen. Dort beim Giro unter anderem dabei gewesen, bei vielen Fluchtgruppen mit vertreten gewesen. Ich glaube auch bei der Tour de Romandie war er dort immer wieder zu sehen. Hat jetzt keinen wirklich guten Platz am Ende rausgeholt, keinen Etappensieg oder sonst was. Aber er war ein sehr starker Fahrer und hat sich halt, wie gesagt, immer wieder vorne gezeigt, in den Fluchtgruppen und Alarm gemacht.
Und ich denke mal, dass die Fahrweise war dann eher das, was Trek dazu bewogen hat, zu sagen, hier komm, dich nehme mal mit. Bin gespannt, ob er seine gute Fahrweise vielleicht auch nochmal in Ergebnissen irgendwie zeigen kann. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er bei großen Rennen irgendwie eine große Rolle spielen wird. Aber mal schauen. Könnte auf jeden Fall ein Fahrer werden, der unterhaltsam fährt und angriffslustig sich zeigt. Ja, das sehe ich genauso. Sicherlich auch für kleines Geld dann mal ganz nett, auch so einen Fahrer dabei zu haben, der halt entsprechend die Marke dann immer schön im Fernsehen repräsentiert. Wenn er ständig in Ausreißergruppen vorne zu sehen ist, das war natürlich jetzt bei diesem Giro in diesem Jahr für Androni sehr krass. Das habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung. Und ja, das würde natürlich Trek-Sieger Fredo jetzt mit dem italienischen Sponsor da, glaube ich, auch zugutekommen. Also ich gehe davon aus, dass man ihn fest einplanen kann bei Trek im Giro-Team. Wofür es dann nachher reicht, weiß ich auch nicht. Aber als kampfeslustiger und unterhaltsamer Fahrer, denke ich, wird er in jedem Fall bei Trek auch wieder vor den Kameras zu sehen sein. Dann mache ich mal weiter mit einem Namen, über den wir eigentlich schon ausreichend geredet haben. Er steht aber halt einfach noch bei mir auf der Liste als Außenseiter-Pick, und zwar ist das Marco Haller. Ich denke, da können wir gleich einen Haken dran machen, denn du hattest ihn bereits bei deinen Top-Transfers aufgelistet. Ich habe ihn hier als Außenseiter-Pick in der Hinsicht, einfach, dass er vielleicht auch, einfach weil das auch in den Ergebnissen sich nicht immer so widerspiegelte, außer dieser 10. Platz, bei E3, meine ich, war das vorher, darüber hatten wir eben schon geredet. Genau. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er jetzt nicht unbedingt bei vielen in so einer Top-Transferliste auftauchen würde, für mich aber trotzdem für beide Parteien einfach ein super Transfer aus den schon zuvor genannten Gründen. Ja, genau, kann man einen Haken dran machen, wie du schon gesagt hast. Ja, bin gespannt, wie er sich bei Bora einfügen wird. Aber habt ihr eigentlich wenig Bedenken, dass er zumindest mal eine gute Ergänzung ist. Ja, richtig. Ja, kommen wir zu meinem 4. Außenseiter-Pick. Auf den bin ich auch gespannt. Und es geht wieder mal um die Mannschaft Trek. Und es geht wieder mal um einen Fahrer, den man sich aus der Pro Continental Tour geholt hat. Diesmal ist es Ion Abarasturi, spanischer Sprinter von der Mannschaft Caja Rural. Jetzt dann doch spät, sehr, sehr spät in der Karriere, nochmal einen großen Vertrag bekommen. Ist tatsächlich schon mal in der World Tour unterwegs gewesen. Wird nicht vielen bekannt sein, aber es war so, 2013, damals noch für Euskaltel Euskadi. Ja, und das war auch seine einzige World Tour Erfahrung sozusagen, die er bis jetzt hatte. Danach für Euskadi unterwegs gewesen, also für diese Nachwuchsmannschaft aus dem Baskenland, für Team Ukio aus Japan und dann eben für Caja Rural 3 Jahre. Ich muss aber sagen, er hat immer wieder gute Resultate gezeigt. War jetzt keiner, der große Rennen gewonnen hat natürlich, aber er hat immer wieder in Sprints echt starke Leistungen gezeigt, auch teilweise Sprints gewonnen gegen Fahrer, wo man sagen würde, okay, der ist eigentlich deutlich stärker als er. Und hat ja auch diese Saison bei der Vuelta die ein oder andere gute Platzierung geholt, ist dort 3x6. Geworden in Sprintankünften. Was jetzt natürlich auch nicht brutal gut ist, aber immerhin schon mal zeigt, dass eine gewisse Qualität da ist. 32 Jahre ist er alt, also auch definitiv kein Talent mehr. Und ich finde diese ganzen Transfers, wenn wir so drüber reden, gebündelt, irgendwie sehr interessant. Ich weiß nicht, was Trek da so vorhat für die nächste Saison. Aber vielleicht waren auch einfach noch ein paar Kaderstellen frei und die musste man irgendwie besetzen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was er in der World Tour zeigen kann und ob er vielleicht mal irgendwo bei großen Rennen als Top-Sprinter eingesetzt wird und ja. Vielleicht landet er ja mal einen Coup. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Ja, also ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Ich kann mir auch vorstellen, der ist jetzt 4-mal in seiner Karriere die Vuelta gefahren, dass er dabei Trek auch bei der Vuelta, denn ich denke, ja, für Trek-Sieger Fredo ist der Giro wichtiger und die Tour de France sowieso, dass er, wenn dann eher bei der Spanien-Rundfahrt zum Einsatz kommt und da dann halt auch ja, als Sprinter vielleicht auch mal in Ausreißergruppen sich betätigen kann. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, da müsste schon wirklich alles zusammenlaufen, dass er da eine Etappe in einem Massensprint gewinnen kann. Das kann ich mir echt nicht vorstellen auf dem Niveau. Ja, aber also ich sehe es jetzt nicht als schlechten Transfer an, aber zu viel
viele Erwartungen habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht an ihn. In meinen Augen würde es für ihn jetzt schwierig werden, auf World Tour Niveau eine Etappe zu gewinnen. Aber vielleicht kann er mich ja auch positiv überraschen. Ja, dann dein letzter Außenseiter. Ja, mein letzter Außenseiter ist Marc Padun. Und zwar will ich da zum einen sagen, dass ich es sehr schade finde, dass er Bahrain Victorious verlässt. Denn in meinen Augen ist das für aus Bahrains Sicht für mich schon, ich will jetzt nicht sagen unbedingt ein Flop-Transfer, aber nicht gut, ihn gehen zu lassen. Denn ich glaube, der hatte dieses Jahr ja eigentlich schon so seinen großen Durchbruch, vor allem bei der Dauphiné-Rundfahrt, wo er zwei Bergetappen hintereinander gewonnen hat. Hat da auf jeden Fall ja sein Talent aufblitzen lassen. War ansonsten noch Dritter bei der Burgos-Rundfahrt in der Gesamtwertung hinter Landa und Fabio Aru. Aru, Zweiter geworden im DC. Gar nicht Das mal hat mich schlecht. gerade auch sehr Noch überrascht. ein paar UCI-Punkte eingesackt. Mit dem Sieg hat es leider nicht gereicht, aber naja. Ja, von daher für mich Padun mit seinen 25 Jahren, nicht mehr super jung, aber auf jeden Fall ein talentierter Bergfahrer, der doch eigentlich gut zu Bahrain passen würde, so à la Gino Mäder und Co. Auch auf Etappensiege zu gehen. Der wechselt jetzt zu EF. Passt eigentlich auch, aber wie du schon sagtest, ja, EF hat eigentlich sehr, sehr viele von solchen Fahrern, die eigentlich für einen Etappensieg gut sein könnten. Und ich sehe ihn jetzt halt auch nicht, dass er irgendwie in der Gesamtwertung auch nur in die Top 10 oder so kommt, sondern eher halt als reinen Bergfahrer erstmal. Ich hoffe, dass er da Chancen bekommt. Ich freue mich auf jeden Fall nach dem, was man dieses Jahr von ihm gesehen hat, noch mehr im nächsten Jahr von Padun zu sehen. Und bin halt gespannt, was er da bei Grand Tours so reißen kann. Und würde mir wünschen, dass man ihn da halt auch so von alleine lässt, einfach in den Bergen, dass er da attackieren darf. Denn da bin ich schon recht zuversichtlich und sage mal voraus, dass Marc Padun mindestens eine Etappe bei einer Grand Tour nächstes Jahr gewinnt. Ja, das kann man auf jeden Fall prognostizieren, halte ich auch für realistisch. Padun wirklich ein guter Fahrer, ein bisschen underrated, über den redet keiner, aber der hat schon ordentlich was drauf. Und ich sehe es auch genauso wie du. Ich finde es absolut unnötig, dass Bahrain Victorious ihn hat gehen lassen. Aber gut, müssen sie selbst wissen. Ja. Ich wette, sie beißen sich nur einen Arsch dafür. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, möglicherweise. Wir wissen ja auch nicht, was jetzt hinter den Kulissen abging, warum, aber ja, wenn man es mal so von außen betrachtet, eigentlich echt nicht so verständlich, dass die halt nicht mit ihm verlängert haben. Richtig. Ja, wen hast du noch zum Abschluss? Ich habe einen letzten Fahrer noch zum Abschluss, den ich vorstellen möchte mit einer Anekdote aus meinem privaten Radsportleben, weil ich das Ja. so ein bisschen ähnlich finde. Ich bin, wie ein oder andere weiß es ja, ich bin ja früher Radrennen gefahren in den Schülerklassen und ich habe es mal geschafft, in der U15 hessischen Zeitfahrmeisterschaft irgendwie auf Platz 5 zu kommen, weil ich mir die Kräfte gut eingeteilt habe. Das war so eine komische Strecke, wo es eine Landstraße einmal hin und dann gab es einen Wendepunkt und dann ging es einmal zurück. Und da habe ich es irgendwie auf Platz 5 geschafft, weil ich halt bergauf ein bisschen überpaced habe und dann auf der Abfahrt gut rollen konnte. Und daraufhin wurde ich dann eingeladen für die deutschen, was war das, Mannschaftszeitfahren Meisterschaften. War ich in der Auswahl, da gab es sechs Fahrer, die berufen wurden vom hessischen Kader und vier davon durften dann bei der Meisterschaft mitfahren. Und ich war da irgendwie mit drin, aufgrund dieses Resultats, weil jemand gesagt hat, oh, der ist Fünfter geworden, der muss Zeit fahren können. Man hat dann gemerkt, dass ich war halt eher so der Sprinter-Typ und konnte mit Zeitfahren nicht wirklich mithalten mit den anderen Jungs. Aber gefühlt war das so ein Ding, wo man gesagt hat, okay, der wurde Fünfter, den probieren wir jetzt aus, bevor es zu spät ist. Probieren wir mal. Und gefühlt, und jetzt schlage ich den Bogen, ist das hier bei Miguel Heidemann genauso. Ist vielleicht ein bisschen komischer Vergleich, aber das Feeling ist ähnlich. Der hat in der letzten Saison drei Resultate vorzuweisen. Das ist einmal, er wurde Zehnter beim Krone de Nations gegen Ende des Jahres. Er wurde Zweiter mit dem Mixed-Team von Deutschland bei den Europäischen Meisterschaften.
Und das war wahrscheinlich das Resultat, was ihn überhaupt ins Rampenlicht brachte, er wurde Zweiter bei der deutschen Zeitfahrmeisterschaft. Und das für das Team Leopard Pro Cycling. Der ein oder andere wird sich an den Namen noch erinnern können. War ja mal. War das nicht das Team, wo die Schleck-Brüder fuhren? Oder sehe ich das gerade falsch? Zumindest der Name kommt ja, mir irgendwas vor. Mit Leopard sagt mir da auch was. Leopard Trek oder so hießen die nicht früher mal ja, so? Ja, ich meine, ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ein Drittligateam, Continental-Team. Und ich gehe mal davon aus, wegen diesem zweiten Platz hat man sich jetzt bei der Mannschaft B&B gedacht, ey, wir haben das Gehalt von Kokar nicht mehr, lass den doch mal probieren. 23 Jahre alt, kommt aus Deutschland, aus Trier. Und ich finde den Transfer mega spannend. Also er macht einfach mal einen Sprung in die Pro-Continental Tour. Ich meine, Continental Tour ist ja nicht so wirklich Profi-Radsport, sondern so halbwegs, glaube ich. Und jetzt auf einmal hat er einen Profivertrag und fährt für ein französisches Team. Ja. Wird wahrscheinlich viele Rennen fahren, die er zum ersten Mal sieht. Und wenn er sich sehr gut anstellt, wer weiß, könnte es für die Tour de France reichen. Ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, kann passieren. So stark ist der Kader nicht. Ja. Ich finde den Transfer auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und ja, das wäre auf jeden Fall echt krass, wenn er bei der Tour am Start wäre. Das wäre krass. Ja, ist jetzt wahrscheinlich unwahrscheinlich, aber wer weiß, wer weiß. Er ist talentiert, er kann wohl gut Zeit fahren und ist auch ein super sympathischer Typ. Ich habe damals das Interview gesehen von diesem Resultat bei der Zeitfahrmeisterschaft, wo er hinterher erklärt hat, wie er es gemacht hat und so weiter. Sehr, sehr nett und ich bin echt gespannt, wie der bei diesem Vertrag sich machen wird. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, er hat sogar 2-Jahres-Vertrag bekommen. Also es ist nicht mal so wirklich Tryout, ja, sondern offenbar sehen die da was in ihm und ich bin echt gespannt, ob er das Vertrauen zurückzahlen kann. Ja, da kann ich dir auch nur beipflichten. Ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht irgendwie persönlich und habe noch nicht allzu viel gesehen, aber die Ergebnisse waren mir jetzt auch bekannt. Also ja, auf jeden Fall mega interessant. Zum einen für ihn eine Riesenchance. Wie du schon sagtest, also er könnte, wenn man jetzt mal davon ausgeht, B&B kriegt sicherlich wieder eine Wildcard zur Tour. Könnte er ja sogar, wenn es gut läuft, krasserweise bei der Tour de France mit am Start sein, wer weiß. Ja. Und ja, für B&B, wer weiß, vielleicht, auch wenn er nicht auf dem Zettel von vielen Leuten irgendwie steht, außerhalb von Deutschland sicherlich nicht, glaube ich, ehrlich gesagt, so großartig, könnte das einer werden, der überraschenderweise gut, sehr gut performt oder so, vielleicht auch auf dem Niveau. Ist in jedem Fall mal interessant und ein Blick, glaube ich, wert im nächsten Jahr, was der da ja im Zeitfahren vor allem natürlich dann im Leistungszustande ist. So ist es. Ja, also wenn es gut läuft für ihn, dann verbessert er sich vielleicht noch ein bisschen im Zeitfahren, wird richtig stark. B&B denkt sich, ey, ganz ehrlich, was haben wir zu verlieren? Den nehmen wir mit. Ja, eben. Auftaktzeitfahren in Kopenhagen. Er gewinnt das Ding, fährt ins gelbe Trikot. Ist doch mal ein Einstand in die Profikarriere. Ja, okay. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Traum, klar. Ja, aber ist sehr unwahrscheinlich. Aber mal schauen. Also wie gesagt, dass er wirklich zur Tour mitgenommen wird, halte ich nicht für unwahrscheinlich, weil der Kader halt, wie gesagt, jetzt nicht so bombig ist. Ja, aber das stimmt. Also das, wenn er sich da... Ja, und ich glaube, das müssen wir angucken, wo der jetzt quasi kommt oder was in diesem Jahr noch sein Standing war, wäre das natürlich für den schon wie Weihnachten und Geburtstag und WM und Olympia zusammen so, ne? Alleine da am Start zu stehen. Ich glaube, das... Also ich glaube, allein diesen Profivertrag unterschreiben zu dürfen, war für ihn schon ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, denke ich auch. So ist es. Gut. Ja, wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, alles planmäßig durch. Ich habe aber... mir noch während des Podcasts hier, wie man sagen mag, ist es ja inzwischen, wir sind hier schon fast 2 Stunden zu Gange, wir wollen auch so langsam zum Ende kommen, aber du hattest vorher mal einen Namen angesprochen, den habe ich mir hier mal mit einem Fragezeichen aufgeschrieben und ich glaube, das wäre schade, wenn wir nicht drüber sprechen würden. Wir hatten nichts zu Christoph Laporte gesagt, außer dass du vorher sagst, vielleicht kommt er ja später nochmal. Wie ist denn deine Meinung zu dem Transfer von Christoph Laporte zu Jumbo-Visma und warum hatten wir den ja hier nirgendwo aufgelistet? Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich natürlich nur zur Hälfte beantworten, die andere Hälfte musst du mir sagen. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich den Transfer irgendwie nicht richtig einschätzen konnte.
Für mich war das jetzt weder ein Top-Transfer noch ein Flop-Transfer. Man muss halt da auch wieder die verschiedenen Perspektiven sich anschauen. Aus der Sicht von Christoph Laporte war es mit Sicherheit oder ist es mit Sicherheit ein Top-Transfer. Und ich muss auch sagen, ich hätte nicht erwartet, dass der sich mal so entwickelt, dass er so einen Vertrag kriegt bei einer Mannschaft wie Jumbo Visma, die ja zweifelsohne zu den drei, vier besten Teams der Welt gehören. Für mich war es immer der Anfahrer von Nasser Bouhanni und das war's. Aber hat sich da wirklich peu à peu verbessert. Und ich denke mal, spätestens seine Hinterradbremsskills mit dem Fuß bei Paris Ja, Roubaix das war echt geil. Das war echt krass. wird sie überzeugt haben, der Junge kann was. Nee, also ich weiß nicht, wieso ich ihn bei keinem der Transfers tendenziell wahrscheinlich eher Top-Transfer als Flop. Aber aus Jumbo-Sicht war es jetzt halt auch kein Fahrer, wo ich sage, okay, der bringt sie jetzt mega voran. Aber ich bin gespannt, wie er sich bei Jumbo Visma einfinden wird. Wie ist es bei dir? Warum hast du ihn nicht auf die Liste gepackt? Ja, auch eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich sehe ihn auch auf jeden Fall auf der Top-Seite, warum es jetzt letztendlich nicht gereicht hat. Ich habe mich für fünf andere entschieden, sag ich mal, und irgendwo Ja. dann mal einen Cut gemacht. Vielleicht kann man das so eher begründen, aber ja, wenn man sich alleine mal anguckt, also seine Entwicklung habe ich auch verfolgt und ihn des Öfteren gesehen bei Rennen, was der in diesem Jahr halt gefahren ist. Ich meine, man hat sicherlich was drauf, wenn man bei Dwarsdorf Flandern Zweiter wird und bei Roubaix Sechster. Also, ich glaube auch für beide Parteien ein guter Transfer. Ich bin aber halt auch noch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das geht auch so in deine Richtung, inwieweit der jetzt vor allem dann in Person ausgedrückt Wout van Aert weiterhelfen kann. Denn ich meine, klar, die Ergebnisse waren jetzt gut. Aber Jumbo Visma hat ja schon letztes Jahr auch davon geredet, ja, wir wollen Wout van Aert mehr Unterstützung beiseite stellen in Klassikerrennen, was irgendwie dieses Jahr auch in meinen Augen nicht funktioniert hat. Also weiß nicht, ob das Leute irgendwie anders sehen, aber Laporte könnte das halt endlich mal sein. Hoffe ich dann auch mal. Also ich bin irgendwie noch ein bisschen skeptisch, dass das Klassiker-Team von Jumbo Visma um Wout van Aert immer noch zu schwach ist. Das mag jetzt nicht unbedingt nur an der Personalie Laporte hängen. Vielleicht, ja, würde ich das anders sehen, wenn da noch ein, zwei andere Helfer mit dabei wären. Aber vielleicht müsste Laporte das auch noch ein bisschen ja, konsistenter, ein bisschen regelmäßiger zeigen. Aber ich glaube schon, in meinen Augen ist das ein guter Transfer. Denn er hat schon dieses Jahr gezeigt, an einem guten Tag, dass er da ganz vorne mitfahren kann und ist in meinen Augen bei den Klassikern und auch so ein bisschen bei punchigen Sachen so der 1B-Kapitän hinter Wout van Aert, zumindest sollte er das sein. So ein bisschen so à la Matthews, nur gut in Form, sage ich mal, oder vielleicht besser. So ja, auch so ein Bergaufsprint. Ich sag mal, so ein klassischer Sprinter ist das ja nicht, aber der auch mal bei so einem punchigen Finale auf jeden Fall gut dabei ist. Ich erinnere mich an, war das Étoile de Bézier, glaube ich, am Anfang des Jahres. Da blieb mir mal irgendwie sowas in Erinnerung. Da hat er, glaube ich, auch eine Etappe gewonnen und war mal vorne mit dabei. Ach, hier, auch noch ganz witzig. Eine Etappe gewonnen bei Étoile de Bézier vor Nasser Bouhanni. So viel zum Thema. Nur der Anfahrer. Und jetzt hat er ihn geschlagen. Ich glaube, das war auch so ein leichter Bergaufsprint. Also, um es jetzt mal abzuschließen, für mich auch ein Top-Transfer, auch wenn ich den jetzt nicht mit in der Liste aufgenommen hatte. Aber ich bin noch, habe noch ein kleines Fragezeichen, wie das Ganze so wird im nächsten Jahr. Ja, also das mit dem Anfahrer von Bouhanni muss man auch sagen, ist natürlich schon ein paar Jahre her. Da war Nasser Bouhanni noch um einiges stärker und Ja. sah teilweise so aus, als wäre er jetzt hier einer der besten Sprinter überhaupt. Und Laporte hat sich wirklich seitdem auch peu à peu immer weiter verbessert. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es unbedingt ein Fluch ist, mit jemandem wie Van Aert in der Mannschaft zu fahren. Denn wir haben es in der Vergangenheit oft gesehen, dass Van Aert auch diesen Sagan-Effekt einfach hat. Dass niemand mit ihm zusammenfahren Ja, will, das jede stimmt. Attacke von ihm gekontert wird. Und ein Laporte wird dann vielleicht eher mal weggelassen und alles schon auf Van Aert. Ne? Also, das kann auch positiv sein. Bin sehr gespannt, wie das läuft. Und wenn du jetzt hier noch einen Namen reingeworfen hast, werfe ich auch noch mal einen rein, den Ja. ich auch gerne noch bei den Außenseiter-Picks eigentlich noch reingepackt hätte.
Und das ist ein bisschen unbekannterer Fahrer, nämlich Miguel Eduardo Flores. Weiß ich, ob du den kennst. Ja, vom Namen her schon, aber viel kann ich da jetzt nicht zu sagen. Ist ein recht junger, recht jung geht, 25 Jahre alter Kolumbianer, Bergfahrer, natürlich, weil er Kolumbianer ist. Und der wechselt von Androni Giocattoli zur Mannschaft Akea Samsic, also wahrscheinlich so ein bisschen auf Wunsch von Quintana, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und der ist mir aufgefallen 2020 bei der Vuelta a San Juan, ja, sowas schaue ich mir an. Da hat er eine Bergetappe gewonnen, unter anderem gegen Oscar Sevilla, Brent McNulty, Guillaume Martin und auch Remco Evenepoel. Das war ziemlich stark, muss ich sagen. Seitdem ist jetzt nicht mehr unbedingt viel passiert. Aber gut, mal schauen, wie es jetzt bei Arkea sein wird. Vielleicht zeigt er sich da nochmal. Aber das ist auch ein Player, Player to watch, wollte ich schon sagen. Aber ein Fahrer, auf den ich diese Saison auf jeden Fall Acht geben werde. Ja. Weil ich gespannt bin, wie der sich entwickelt bei Arkea. Okay. Ja, also wie gesagt, viel kann ich nicht zu ihm sagen. Aber das, was du erzählt hast, klingt auf jeden Fall logisch. Und ich schaue mir auch gerade parallel das Ergebnis an. Ich meine, ja, ein absoluter Lauch kann man ja nicht sein, wenn man dann so ein Ergebnis da einfährt. Also da muss ja schon Können vorhanden sein. Gerade, ich sag mal, man sieht jetzt, was aus McNulty, Evenepoel und so weiter geworden ist. Ja, vielleicht kann das ja einer sein, der dann im Gebirge auch einen wieder erstarkten Quintana, Fragezeichen, mal wieder unterstützen kann. Aber ja, auf jeden Fall einer, auf den man auch halbes Auge, sage ich mal, drauf haben kann. Ja. Ja. Ja, hast du sonst noch irgendwie Fahrer, die wir ansprechen sollten und noch nicht angesprochen haben? Ja, drei Paare würde ich jetzt nochmal ganz kurz ansprechen, einfach weil ich ein komischer Mensch bin. Oscar Sevilla, Francisco Mancebo und David Rebellin haben alle ein Team für 2022, möchte ich kurz ansprechen. Ja. Ich weiß, ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen über Mario Cipollini und habe mir gedacht, ja, das ist so ein verrückter Hund, aber von dem wird man wahrscheinlich nie wieder was hören. Ganz ehrlich, der ist ungefähr deren Alter. Vielleicht kommt da ja auch noch mal, zumindest von Rebellin. Ja. Vielleicht kommt da ja auch noch mal was, aber ich glaube nicht. Nee, das glaube ich nicht. Das wäre jetzt das Einzige. Ansonsten möchte ich jetzt keine weiteren Fahrer ansprechen. Ich glaube, ich habe genug Fahrer heute hier angesprochen. Vielleicht abschließend noch mal dazu eine Frage meinerseits. Er ist, ja doch, ich wollte vom Alter her sagen, noch nicht ganz so weit. Naja, nicht wie Rebellin und Cipollini, aber hat auf jeden Fall schon die vier vorne stehen. Denkst du denn, dass Alejandro Valverde am Ende des Jahres 2022 dann Schluss macht? Wird das das Karriereende sein? Also wenn ich auf Pro Cycling Stats gehe, steht da sogar schon Will Retire 31.12.2022. Ja, weil er es announced hat, aber hat er wohl die letzten Jahre auch schon mal gesagt, dass das sein letztes Jahr sein wird. Aber jetzt soll es ja endgültig das allerletzte sein. Ja. Oder, also denkst du, da kommt nochmal ein Rücktritt vom Rücktritt, weil er das einfach nicht sein lassen kann und trotzdem noch zu gut ist? Oder meinst du, dann ist auch Schluss? Es ist eine ultra schwere Frage. Ich meine, der fährt seit 2005 auch für die gleiche Mannschaft. Ja. Das heißt, einen Transfer kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen bei ihm. Dass er nochmal irgendwie zu Caja Ural wechselt oder sowas, auch wenn ich es mega feiern würde, ist ja klar. Ich glaube aber wirklich am Ende so ist Schluss. Ich kann mir das vorstellen, dass er jetzt noch die Saison fährt, wahrscheinlich auch feststellen wird, dass so Sachen wie letztes Jahr, dass er Vierter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich geworden ist, wird nicht einfacher, glaube ich. Ich glaube am Ende ist so ist Schluss, ja, ist meine Prognose. Glaube ich auch. Ich glaube aber, man hat dieses Jahr gesehen, krasserweise, ist ja immer noch auf einem Weltklasse-Niveau, ne? Der war bei Amstel Fünfter, Flash Dritter und LBL Vierter. Das muss man sich mal reinziehen mit 41. Ja, vor allen Dingen hast du Lüttich-Bastogne-Lüttich gesehen. Hast du den Sprint noch im Kopf? Gesehen bestimmt, aber nee, den Sprint habe ich gerade nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also ich habe es noch im Kopf, weil ich mir dachte, was macht dieser Mann da? Der ist in der Gruppe mit Pogacar, Alaphilippe, Gaudu und Woods und fährt den Sprint einfach von vorne, als wäre er, weiß ich nicht wer. Also das war wirklich ein sehr mutiger Move und du musst dich verdammt gut fühlen, wenn du sowas aus so einer Gruppe heraus machst. Am Ende hat es nicht geklappt, er ist ja nur Vierter geworden, aber das ist schon wirklich sehr, sehr mutig gewesen. Ja, aber ja. Auf jeden Fall, er ist mega stark gewesen diese Saison, für sein Alter sowieso, also
verglichen mit anderen in seinem Alter kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Hat ja auch noch das eine oder andere Rennen gewonnen. Ja. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass... Einfacher wird es, glaube ich, auch nicht. Und ich glaube, der nimmt einfach dieses Jahr nochmal alles mit. Und das wäre dann auch... Für ihn wäre es natürlich schön, wenn er sportlich nochmal Erfolge feiern kann. Dann schmeckt der Abschied, glaube ich, nochmal besser. Aber ich glaube, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, weißt du, bevor du irgendwann den Absprung verpasst, weil du es nicht sein lassen kannst. Und dann hat man dich als, ja, Froome, wie jetzt in Erinnerung oder so, der nur noch hinterherfährt und in eine Kamera winkt, wenn er wieder zurückfällt. Und das kann ich mir ehrlich gesagt bei Valverde nicht vorstellen. Und ich glaube, ein Jahr könnte er wohl noch auf so einem Niveau fahren. Und dann ist halt auch Schluss. Und ich sehe das so wie du auch. Der wird nicht das Team wechseln. Der fährt so lange schon für Movistar, beziehungsweise vorher war es ja Kestepanie. Dann wird er da halt irgendwie Teamchef oder Manager oder was weiß ich. Der wird auf jeden Fall oder sportlicher Leiter. So denke ich mal direkt als hinter den Kulissen quasi auch noch weiter im Team vorhanden sein. Da bin ich mir eigentlich sicher. Richtig, also glaube ich auch nicht, dass er irgendwie dann noch den Mancebo macht oder so noch ein paar Jahre irgendwo ranhängt. Das kann ich mir bei ihm auch nicht vorstellen. Ja. Ich denke, der wird eine ordentliche 2022 fahren und dann Farewell sagen. Magst du eine, es ist ja auch wieder eine fiese Frage, aber magst du eine Prognose wagen, wie lange Davide Rebellin noch vorhat, Rad zu fahren? Ich wünsche natürlich ewig. So bis, weiß ich nicht, bis zu seinem Renteneintrittsalter oder so. Das ist eine extrem schwere Frage, weil man ja eigentlich, also ich persönlich gucke gefühlt seit 10 Jahren drauf und frage mich, wann er jetzt sein Karriereende bekannt gibt, aber es kommt einfach nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieses Jahr tatsächlich sein letztes Jahr sein wird. Ich glaube, ich glaube irgendwie die letzten Jahre, vielleicht wollte er echt dann noch, nachdem er es nicht sein lassen konnte, seinen Traum wahr machen und irgendwie die 5 vorne haben, sodass er bis zum Alter von 50 noch fährt, was er jetzt geschafft hat. Und ich meine, er muss natürlich auch immer einen neuen Vertrag und so wieder kriegen und noch einigermaßen fit genug sein. Also könnte schon sein, dass es dann jetzt endlich mal Ende ist. Aber ich finde es nach wie vor irgendwie immer noch geil, dass die Alten so dabei sind. Dass man das auch immer noch verfolgen kann. Fahrer, die man früher vor... Ja, selbst vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren bei Gerold Steiner gesehen hat, wo er halt einer der besten Puncheure der Welt war. Irgendwie schon verrückt. Definitiv. Also der war ja wirklich ein absoluter Weltklassefahrer. Und wie du schon sagtest, der kann es einfach irgendwie gefühlt nicht sein lassen. Ja. Aber ja, mal schauen, wie lange wir ihn noch sehen werden. Ich gehe aber wirklich davon aus, dass es jetzt ja. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit durch mit den Transfers. Hast du noch irgendwelche abschließenden letzten Worte? Nee, tatsächlich nicht. Gut, dann verabschiede ich uns beide mal aus der jetzt doch ziemlich langen Folge. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen und Zuhören Spaß gemacht. Schreibt uns doch gerne einfach mal eure Meinung zu den Transfers, die wir hier besprochen haben, in die Kommentare. Wie sehen eure Top- und Flop 5 aus? Welche Fahrer wären eurer Meinung nach Riders to Watch sozusagen, die man 2022 auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte? Und an der Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank, Fritte, dass wir das Projekt hier zusammen heute gestartet haben. Ich hoffe, wir machen in Zukunft bald nochmal wieder das ein oder andere Video. Und die letzten Worte gehören dann jetzt dir. Ja, vielen Dank auch an dich fürs Dabeisein. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht schauen wir uns ja am Ende des nächsten Jahres mal diese ganze Video nochmal zusammen an und gucken mal, wie wir uns so geschlagen haben, ob die Flop- und Top-Transfers so eingetreten sind oder ob es am Ende des Tages einfach nur Bullshit war, was wir gesagt haben. Und ja, das wäre eine coole Idee, ja. Ja, mal gucken und... Mir hat es Spaß gemacht und ich hoffe, wir machen sowas in der Art auch demnächst mal wieder, denn ja, finde ich cool. Fand ich ein cooles Format, fand ich eine coole Idee. Ich weiß nicht mehr, wer von uns sie hatte, aber sehr gut. Weiter so. Gut, dass wir uns da einig sind. Ja, ich glaube, bei vielen Dingen, auch wenn wir jetzt nicht mehr wissen, wie das überhaupt entstanden war,
um mal ein bisschen den Vorhang hier aufzumachen. Wir hatten das schon länger vor und sind irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt hat es endlich geklappt nochmal zum Ende des Jahres. Und ja, wäre auf jeden Fall lustig, wenn wir uns das nochmal zu Gemüte führen und dann gucken, ja, wie du schon sagtest, ob wir hier irgendwie Bullshit gelabert haben oder auch nicht. Aber apropos Bullshit labern, das reicht dann jetzt, glaube ich, an der Stelle auch mal. Also an alle Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.